Oli Eckle, ein allgemein schlechtes Spiel mit einem schlechteren Ende für uns. Wie hast du es gesehen? Ja, so wie du, ja. Es war ein schlechter Match von uns. Die anderen interessieren mich nicht gross. Aber ja, wir haben mehr müssen machen. In den letzten 30 Minuten haben wir ein bisschen Chancen gehabt. Haben wir ein bisschen probiert, aber im Großen und Ganzen war es zu wenig. Das wissen wir selber. Von der Qualität her von der Mannschaft müsste der FCA auch Le Mans echt dominieren und hier auch gewinnen können nach so einem Match. Was hat es heute so schwierig gemacht? Ja, sicher die Situation, dass wir schon lange nicht mehr auswärts gewonnen haben. Und dass wir da immer ein Hoch und ein Tief haben. Und das müssen wir eigentlich abschalten. Wir haben es heute eigentlich vorgehabt, aber wir haben es wieder mal nicht geschafft. Du sprichst es an, resultatmässig ist es aktuell ein riesen Auf und Ab. Nach jedem guten Match folgt der schlechte. Kannst du dir das erklären? Nein, jetzt gerade nach dem Match nicht. Aber es ist immer so, die einen haben wir einen guten Match gehabt bis jetzt und auswärts einen schlechten. Und ja, jetzt hoffe ich, dass es am Sonntag wieder bergauf geht. Danke. Aktuell, kompakt, informativ. Der brack.ch Fußballflash. Alle Highlights, alle Resultate, die schönsten Goal von der Super- und Challenge League. Immer am Sonntag nach den News auf Tele M1. Markus Schellibaum, ein schlechter Match von uns heute oben. Wie hast du es gesehen? Ja, das ist so. Also wir haben zwar Reaktion gezeigt nach dem 1-0. Da haben wir doch etwas nach vorne können machen. Defensiv nicht so schlecht gestanden, aber gesamtheitlich sicher nicht der Auftritt, den wir uns erwünscht haben. Aktuell folgt irgendwie nach jedem guten Spiel ein schlechtes. Kannst du dir das erklären? Nein, es ist eine Achterbahn, die wir im Moment erleben und das ist sicher nicht gut, weil man muss eine gewisse Stabilität haben und die haben wir einfach im Moment nicht. In den Tabellen ist nicht mehr viel zu machen, trotzdem gibt es noch 3 Spiele, wo man auch Werbung machen kann und auch ein gutes Gefühl für die nächste Saison holen. Wie schafft ihr das jetzt noch für die verbleibenden 3 Spiele? Absolut, es ist wirklich nicht mehr zu holen in dem Sinn, aber jedes Spiel musst du gewinnen wollen und das ist das, was mir fehlt im Moment und das ist nicht gut und da müssen wir daran arbeiten. Danke.